bleibt die Persönlichkeit auf der Strecke. Und diejenigen, die einen schon eine starke Persönlichkeit haben, müssen naturgemäß gegen dieses System rebellieren. Und sind häufig später die im Leben erfolgreicheren, als die, die absolut konformistisch da durchgegangen sind. Wenn Sie wirklich mal so die Geschichte der großen Unternehmer, nicht nur in Amerika, auch in Deutschland und sowas angucken, dann werden Sie sehen, Sie werden sehr, sehr, sehr wenige finden, die besonders gute Schüler waren. Und wenn ich in meine Jahrgangsstufentreffen komme und sage, wir waren denn die mit den 10 besten Abischnitten, ja, dann werden Sie mit Sicherheit nicht diejenigen, die später im Leben am erfolgreichsten gewesen sind. Da sind 2 oder 3 dabei, die sind vielleicht Ärzte geworden und so weiter. Noch viele dabei, wo man sagen, wieso sind die eigentlich von der unteren Etage nie nach oben gekommen? Genau aus dem Grund, den ich vorher gesagt habe. Weil das genau diese Nerds sind, denen es an all den anderen Qualitäten gemangelt hat, die für den späteren Karriereweg erfolgreicher sind. Und die vielleicht auch nicht kreativ waren. Wie soll man kreativ sein, wenn man in 10 Fächern überall sehr gut sein soll? Man setzt ja gar keinen eigenen Schwerpunkt, man entwickelt ja kein eigenes Interesse. Man hat gar keine Zeit, seine ganze Neugier auf bestimmte Bereiche zu werfen, weil man ja seine ganze Zeit verhackstücken muss in alles andere. Und weil Sie bis 6 Uhr abends Hausaufgaben machen müssen, um so gut zu sein. Und das ist alles Zeit, die Sie nicht mit Ihren Freunden verbracht haben. Was meinen Sie, was Sie da lernen? Was Sie auf dem Fußballplatz alles an Kompetenzen erwerben können, die Sie in der Schule nicht erwerben können. Das heißt, es gibt einen ganz engen Zusammenhang damit. Nicht nur Effizienz. Ich bin nicht gegen Effizienz, aber nicht alles effizient machen ist ineffizient. Ich bin für Kompetenzen, aber Kompetenzen nicht isolieren, sondern die Kunst beibringen, Kompetenzen aufeinander zu beziehen. In Form einer Persönlichkeitsentwicklung, in der man der Regisseur seiner eigenen Fähigkeiten wird. Und das, dafür gibt es kein Rezept. Das geht bei jedem von Ihnen anders. Da kann ich nicht sagen, ich habe jetzt die ultimative Methode entwickelt, wie ich aus jedem eine Persönlichkeit mache, die ihre Kompetenzen optimal einsetzt. Das stimmt nicht. Das wissen Sie selber, wenn Sie Kinder haben. Sie haben Kinder, die sind schon so unterschiedlich, obwohl sie genetisch mit ihnen 50% identisch sind. Obwohl sie mit Richard Dawkins gesagt, 50% des genetischen Aktienbesitzes an ihren Kindern tragen, ist das Ergebnis trotzdem deutlich unterschiedlich voneinander. Und Sie wissen, der braucht diese Ansprache, der braucht diese Ansprache. Und darauf müssen Schulen ausgerichtet werden. Und das wird kein esoterischer Kindergarten. Das geht. Ich will nicht ins Detail gehen, wenn Ihnen jetzt keine Schulen skizzieren, aber das ist möglich, wenn Sie ganz bestimmte Strukturen überwinden und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie die Schulen nicht hermetisch vom Leben trennen. Viele von Ihnen, die Sie hier sitzen, sind nicht Lehrer geworden, wären aber eigentlich ganz gute Lehrer und hätten aus Ihrem Erfahrungsschatz und dem, was Sie können, aber richtig was zu erzählen, was für Kinder wichtig ist. Wieso sind Sie nicht ab und zu auch in der Schule? Warum werden Sie nicht in der Schule, 2, 3 Wochen in der Schule irgendwo eingesetzt? Man kann doch auf Ihren Wissensschatz nicht verzichten. Sie wissen ganz viele Dinge, die ein Lehrer nicht wissen kann, weil er mit diesen Punkten nie in Berührung gekommen ist. 50% Praktika in die Schule. Da ist der pensionierte Physiker vom Max-Planck-Institut, großer Star in seiner Forschung, jetzt ist es still um ihn geworden, weil er den führenden Direktorenposten nicht mehr hat, sitzt zu Hause, geht seiner Frau nur noch auf den Senkel. Wenn der in der Schule mit den Hochbegabten da ein Projekt macht, zur Kernphysik oder Astrophysik oder was weiß ich was, Teilchenbeschleuniger, Elementarphysik, dann ist der glücklich und dann erlebe ich einen echten Physiker. Ich habe in meiner Schulzeit keinen echten Physiker erlebt. Ich habe nur Physiklehrer erlebt. Das waren die, die zu schlecht waren, echte Physiker zu werden, sonst wären sie nicht Physiklehrer geworden. Sonst hätten sie am Max-Planck-Institut arbeiten. Ich will nicht pauschal jeden Physiklehrer diffamieren. Es gibt auch gute. Aber die Chance, in den Naturwissenschaften einen guten Lehrer zu haben, ist aus den genannten Gründen gering. Sehr gering. Also Praktika ins Leben. Und das gilt auch für ganz einfache Dinge. Ne? Automotor ist etwas, was Kinder aus bildungsfernen Schichten, aber auch aus gebildeten Schichten sehr interessiert. Ein leibhaftiger Kfz-Mechatroniker in der Schule, der den Automotor erklärt, eine wunderbare Sache. Da kommt plötzlich Begeisterung in die Gehirne von Leuten, die man allein mit Physik überhaupt nie und niemals ansprechen könnte. Das heißt also erstens die Öffnung für das Leben. Aber nicht, und das ist wichtig, die passgerechte Zuschneiderung auf ein bestimmtes Leben. Weil Bildung und Kreativität nur dann gedeihen können, wenn der Weg eben nicht genau vorgezeichnet ist, sondern wenn die Aufgabe darin besteht, meinen eigenen Weg zu finden. Nichts elektrisiert die Neugier so sehr wie die Herausforderung und die Chance, seinen eigenen Weg zu gehen. Und nichts demotiviert und tötet Kreativität so sehr wie einen vorgezeichneten Weg zum 100.000. Mal nachzutrampeln. Und all die Kinder, die die Fähigkeiten erlernen
und später an den Universitäten, für alles, was ich für die Schulen gesagt habe, gilt in gleichem Maße für die Universitäten. Wir machen uns nichts vor. Ein letztes Panorama zu den Universitäten. Wir werden 3/4 unserer Unis in Deutschland schließen. Ich meine das absolut ernst. Nicht morgen, aber in den nächsten 20, 25 Jahren. Weil die Massenuniversitäten keinen Sinn mehr machen. Sie haben heute E-Learning-Programme, wo Ihnen die Harvard-Professoren Geometrie erklären und so weiter. Von diesen ganzen Nobelpreisträgern sind die Besten gecastet, die erklären Ihnen das. Oder das, was Sie so am Anfang der Uni machen, Volkswirtschaftslehre, ne? Mikroökonomie 1 und 2, Makroökonomie 1 und 2 oder in Mathe, Statistik und so weiter. Diese ganzen Sachen, dieses ganze Grundprogramm, das können Sie schenken, das können Leute besser erklären als der Professor in Saarbrücken oder in Köln. Da gibt es Leute, die leben in dieser Welt, die bringen da eine Farbe rein. Und da sitzen sie nicht unter 500 anderen und haben den Vernuscheln nicht verstanden, sondern dann drehen sie den Harvard-Professor nochmal kurz zurück, ja, und schrücken über Tasse und spielen sich das nochmal ab, bis sie es verstanden haben. Das heißt, das können sie alles viel effektiver machen, im guten Sinn effizient machen. Das brauchen sie alles nicht mehr. Universitäten brauchen sie ähnlich wie Schulen, wegen des Spirits. Sie brauchen richtig gute, kleine Unis mit einem englischen Chorgeist, mit den verschiedenen Lernhäusern da drin, mit einer gewissen Wettbewerbskultur, die sie anstachelt, mit einer Bindungs- und Beziehungskultur, keine Seminare, wo mehr als 30 Leute drin sitzen, um diesen Spirit von dieser Uni, diese Identifikation zu erwerben und den Austausch mit den anderen. Dafür brauchen sie Universitäten. Auch nicht mehr zum reinen Wissenserwerb. Und alles das, was ich sage, ist alles zugerichtet darauf, damit in einer völlig veränderten Lebenswelt unsere Kinder die bestmöglichen Chancen haben, ihr Leben und ihr Berufsleben nach ihren Fähigkeiten zu gestalten. Danke. Ja, lieber Herr Precht, wir sind natürlich jetzt alle Ihre Fans, ganz klar. Wer es bis jetzt noch nicht war, ich möchte Ihnen ganz persönlich Lob aussprechen. Ich warte auf jemanden wie Sie, nicht seit meiner Schulzeit, sondern auch, ich muss es mit meinem Sohn nochmal durchleben, durchfürchten. Aber immerhin, er war auf Montessori. Da können wir gleich vielleicht nochmal drauf kommen. Ich habe eine Winzigkeit, Sie zu fragen, zwei Dinge, bevor wir zum Publikum öffnen. Ich bin sicher, hier lauern 500 Fragen an Sie. 1965 interviewte der Spiegel den damaligen Bildungspapst Professor Picht. Das war so 10, 14 Tage vor einer Bundestagswahl. Und es gab viel Geschrei über die damalige Bildungskatastrophe, über die viel geschrieben wurde. Daraufhin hat der CSU-Vorsitzende Strauß gesagt, das sei saudummes Geschwätz. Und der Bundeskanzler Erhard, der damals da war, meinte, es gäbe einen Intellektualismus, der in Idiotie umkippt, wenn der Intellektuelle nur die Unzufriedenheit schürt, von der Sache aber nichts versteht. Wer von unseren Politikern und Bildungsbeauftragten, lieber Herr Precht, spricht mit Ihnen jetzt noch? Es sprechen sehr viele Leute aus der Wirtschaft mit mir. Es sprechen sehr viele Schulleiter mit mir. Es sprechen sehr viele Lehrer mit mir. Auch Bildungsprofessoren das ein oder andere Mal. Politiker sprechen nicht mit mir aus einem ganz wichtigen Grund. Und zwar besteht der wichtige Grund darauf, also natürlich sprechen Politiker über mir, aber nicht über Schulen. Und die sprechen deswegen nicht darüber, weil die ganzen Bundespolitiker, und das sind die Politiker, mit denen ich im Regelfall rede, in Bildungsfragen gar keine Kompetenz haben, nichts zu sagen haben. Der Bund hat seit dem Kooperationsverbot, die meisten von Ihnen wissen das, überhaupt gar keinen Einfluss auf die Schulen mehr, gar keinen mehr. Wer müsste also mit mir reden? Die Kultusminister. Die heißen mal Kultusminister, mal Schulminister, mal Bildungsminister. Ich habe auch schon hier auf der Messe mit der Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen gesprochen. Der Pointe daran ist, wie verändern wir denn das ganze System, wenn der Bund es sowieso nicht verändern kann? Klassischerweise würden wir sagen, wir verändern es auf Landesebene. Das heißt, wir fangen auf Landesebene Modellversuche oder wir haben eine Grundorientierung, dass wir sagen, wir wollen Gesamtschulen, wir wollen es so machen, wir wollen es so machen. Und das machen sie dann 4 Jahre lang, ecken damit an, verlieren einen Wahlkampf und dann folgt auf Rot, Grün, Schwarz, Gelb und die haben aber andere Vorstellungen und dann kommt irgendwann wieder Rot, Grün. Und die Schulen sind die Leidtragenden davon, dass sie aus Düsseldorf immer andere Direktiven kriegen und jeder normale Schulleiter macht bei allem, was aus Düsseldorf kommt, so. Ja, der Schulrat kommt, heißt, jetzt mischt sich schon wieder jemand in unser Geschehen ein, ein Klugscheißer mit neuen Ideen.
Und so haben die Bildungsreformchen der letzten Jahre zu einer Verweigerungshaltung der Schulen geführt. Mein Vorschlag ist, das Einzige, was ich allen Bildungsministern und Kultusministern immer wieder sage, ist, macht die Leine locker. Gebt den Schulen die Möglichkeit, ihre Sachen selber zu gestalten. Und wichtige Geschichte, wenn Sie sich mal ein Kultusministerium von innen anschauen und mal gucken, wie viele Scouts arbeiten da eigentlich, wie viele Kreative sind da beschäftigt, dann werden Sie sehen, da gibt es so gut wie keine. Da gibt es gar keine Planstellen für so etwas. Da gibt es Staatssekretäre. Dieser Staatssekretär hat unter Schwarz-Gelb seine Arbeit gemacht, der macht jetzt unter Rot-Grün seine Arbeit und die machen ihren Dienst nach Vorschrift. Woher kriegt der Kultusminister seine Ideen? Aus der Wirtschaft. Er kriegt seine Ideen von der Bertelsmann-Stiftung, von der Körber-Stiftung, von der Mercator-Stiftung, von der Siemens-Stiftung, von der Bosch-Stiftung. In erster Linie ist es die Bertelsmann-Stiftung, die anderen sitzen mit im Boot. Die haben Kompetenzteams. Die haben ganz viel Geld, die haben ganz viele schlaue Leute und die beraten alle Landesregierungen. Warum beraten die denn Landesregierungen, wenn das Ergebnis ist, dass die Schulen das nicht umsetzen wollen? Warum beraten die nicht die Schulen? Ja, dann kann man mit deren Hilfe Lehrerkonferenzen überlegen, was können wir wie ausbauen. Die zeigen mal das Kaleidoskop der Möglichkeiten, was es in anderen Ländern gibt und dergleichen. Und dann überlegt man sich, wie man Stück für Stück, je nachdem wo die Schule ist, das ist ja ein Unterschied, ob ich in Chorweiler eine Schule habe oder ob ich eine Schule Marienburg habe, das nach diesen Bedürfnissen umzuändern. Und alles, was ich will, ist, die Leine soll lockerer werden und die Kompetenzmöglichkeiten der Schulen erhöht. Wunderbar. Ich verzichte jetzt erstmal auf meine zweite Frage und gebe Ihnen, meine Damen und Herren, gerne das Wort. Ich habe hier das Mikrofon und komme gerne zu der oder demjenigen, der den Herrn Precht immer schon mal etwas fragen wollte. Da habe ich mit etwas mehr gerechnet, wenn ich ehrlich sein soll. Vielleicht sind Sie alle erschlagen von so viel Revolution. Dann möchte ich gerne selber noch mal auf etwas kommen. Da winkt jemand ganz doll. Ich eile. Sagen Sie uns lieberweise Ihren Namen. Kirsten Segmüller, freie Journalistin. Ich hätte eine Frage. Glauben Sie dann, dass Shakespeare, Goethe eigentlich dann überflüssig ist, weil es man für das konkrete Leben nicht braucht? Oder gehen Sie davon aus, dass die Pubertierenden sich da aus lauter Interesse selbst drauf stürzen? Also ich glaube, dass Goethe und Shakespeare sehr interessant für die Schule sein können, wenn man es interessant macht. Aber ich würde es nicht zum Pflichtprogramm machen. Ich würde nach dem 6. Schuljahr die Klassen abschaffen, damit wir das Problem haben, dass enormes Leistungsgefälle in bestimmten Fächern nicht zu einem Grau für alle führt, sondern damit wir die Schwächeren fördern können und die Begabteren mehr Möglichkeiten haben, das ihre zu tun. Also ich würde das entflechten und ich würde verschiedene Projekte anbieten, von denen man bestimmte Bereiche irgendwann abgedeckt haben muss. Und in diesem Bereich könnte ich mir wunderbar ein Projekt Goethezeit vorstellen. Bei diesem Projekt Goethezeit würde man aber jetzt nicht nur den Faust machen, und dann kann der Chemielehrer auch noch etwas erzählen über die Alchemie, die eine große Rolle spielt im Dr. Faustus und die mit der zeitgenössischen Alchemie in der Goethezeit verbunden worden ist. Oder die religiösen Einflüsse des Swedenborgianismus, der eine Rolle spielte. Und den Faust müsste eigentlich jeder, der später sich mit Finanzwirtschaft beschäftigt, müsste sich damit auseinandersetzen, denn der Faust ist eine ganz genaue Auseinandersetzung mit Adam Smith und den Grundlagen des Kapitalismus. In jeder Hinsicht. Allein schon der Satz, ich bin die Kraft, die Böses will und Gutes schafft, was Mephisto sagt, ist eine Veralberung von Adam Smith, der gesagt hat, der Kapitalismus, jeder hat sein böses Eigeninteresse und nachher kommt was Gutes für alle raus. Und das ist keine Metapher. Der ganze Faust ist Wirtschaftsgeschichte. Sowas würde ich in einem von mehreren Lehrern und Fachleuten aus verschiedenen Bereichen unterrichteten Projekt anbieten. Und dann kann ich es mit Leben füllen. Dann ist der Faust für mich nicht etwas, was ich kann Goethe zitieren, sondern etwas, was ich lebe und nicht etwas, was ich vor mir hertrage. Herr Precht, Sie selbst schreiben viele Bücher. Jetzt haben wir, Sie möchten natürlich auch, dass diese Bücher gelesen werden. Ich komme gleich zu Ihnen. Wir haben eine Studie seit ungefähr 10 Jahren auf dem Markt, in der nachgewiesen wird, dass von allen Menschen in Deutschland ein Drittel gar nicht mehr liest, ein anderes Drittel eigentlich nur noch fachbezogen und das letzte Drittel, zu dem wir wohl alle hier auch mitgehören, ganz viel liest. Und es war mal ein hohes Kulturgut, Bücher zu lesen. Das soll ja auch bilden. Was passiert mit einer Gesellschaft, wenn 2 Drittel so gut wie nicht mehr lesen?
Also ich glaube, es muss man differenzieren. Zwei Drittel lesen keine Bücher mehr. Aber lesen tun sie noch. Ja, die surfen auch im Internet und lesen. Also es ist nicht, dass das Lesen aufgehört hat. Aber es ist das Lesen von Büchern und das hängt mit der kürzeren Aufmerksamkeitsspanne zusammen. Das kennen Sie doch alle selber für sich. Wie anstrengend ist das, manchmal 2 Stunden lang nicht auf sein iPhone gucken zu können. Da wird man schon ganz kribbelig, weil man denkt, er hat doch eine wichtige Mail gekriegt und dergleichen mehr. Aber es ist bei Kindern ja noch sehr, sehr viel extremer. Kinder lesen, also Jugendliche, Jungs ganz, ganz extrem, lesen fast keine Bücher mehr, weil sie die Aufmerksamkeitsspanne, sich so langsam in etwas immer weitergehendes zu vertiefen, nicht mehr haben. So, und statt darüber zu klagen, sollten wir Folgendes machen. Wir sollten es zu einer Kernaufgabe der Bildungseinrichtungen machen, die Kinder darin zu trainieren, sich vor Aufmerksamkeitsraub zu schützen. Und das ist nicht nur etwas, das ich jemand erzähle, macht das nicht, das ist ein körperliches Training. Ein körperliches Training, in dem ich lerne, Reizen von außen zu widerstehen. Da kann man richtige Versuchsanordnungen machen, so mit grellen Lichtern, die von der Seite flackern, auf die ich nicht reagiere, meditative Übungen, die ich mache, sportliche Konzentrationsübungen. Aufmerksamkeitsraub ist ein Riesenproblem in dieser Gesellschaft, aber ein Delikt, das nicht bestraft wird. Aufmerksamkeitsraub durch die Unterhaltungselektronik, durch die Werbung und dergleichen mehr. Sie müssen die Fähigkeit, sich zu sammeln und selber zu entscheiden, eine Aufmerksamkeitsphase selber verlängern zu können und nicht jedem Reiz hinterherzulaufen, wie das 90% unserer Jugendlichen mit Sicherheit machen, 90%. Das müssen Sie in der Schule lernen und trainieren. Dann kriegen Sie auch wieder Menschen, die in der Lage sind, längere Texte zu lesen, wobei dann auch egal ist, ob die elektronisch irgendwo sind oder in Papierform. Ja, mein Name ist Doris Polzing. Ich bin selber Hochschuldozentin und kennen das Problem. Sie haben angesprochen, das Thema Wissen, dass das natürlich von allen möglichen elektronischen Quellen auch jederzeit zitierbar und lernbar ist. Aber wo ordnen Sie denn jetzt die Kompetenz ein, das Lernen zu lernen? Also das heißt auch das Reflektieren lernen. Ich sehe immer wieder auch bei Klausuren, da wird irgendwas irgendwoher zitiert oder angenommen oder gelesen. Und ich merke aber im Zusammenhang, die haben es gar nicht verstanden. Also die Herleitung des Themas wurde gar nicht erfasst, sondern irgendwo wurde eine Quelle zitiert und das war es dann. Aber das kann es doch auch nicht sein. Gut, also zunächst mal der Satz Lernen, Lernen ist eine Forderung von Wilhelm von Humboldt. Die stammt aus dem Königsberger Schulplan, wo er also gesagt hat, das Wichtigste, was die Kinder in Preußen lernen müssen, ist selber zu lernen. Weil er sich natürlich erhofft hat, ein guter Bürger ist ja nicht jemand, der nur in der Schule war, sondern der danach Lust und Hunger hat, sein Leben lang weiterzulernen. Das war in der preußischen Gesellschaft ein schönes Ideal von Humboldt, was gar keiner brauchte. Wozu musste das Bauernkind da noch weiter sich in seinen mathematischen Fähigkeiten trainieren? Heute leben wir auf einem Arbeitsmarkt, wo sie aufgrund der immer neuen technischen, sozialen Herausforderungen, die sozialen, die sie auf die technischen folgen, ein Leben lang lernen müssen. Also das ist die Schlüsselkompetenz. Die Andragogik, dass sie auch als Erwachsener noch Lust und die Technik und die Können haben, lernen zu lernen. Jetzt haben die Schulen das inzwischen auch gehört und bieten jetzt, Gymnasium meines Sohnes wird angeboten, ein Fach Lernen, Lernen. Ein Fach, das ist kein Fach. Das ist die elementare Fähigkeit dessen, sozusagen der ungeschriebene Verfassungsauftrag der Schule, den Kindern beizubringen, lernen zu lernen. Und nicht etwas, wo ich noch eine Klausur über Lernen, Lernen schreibe. Dieses Lernen ist ein Riesenproblem, weil die Kinder kurze Aufmerksamkeitsspanne, so eine Hausarbeit machen, über Texas. So, dann geht man Wikipedia, schreibt ein bisschen was Wikipedia Texas ab, hat nicht gemerkt, dass da irgendein Nerd was sehr Seltsames reingeschrieben hat, was eigentlich gar nicht in den Wikipedia-Artikel gehört. Wikipedia ist voll mit dem Quatsch. Ja? Und dann geben sie das genauso in der Schule weiter und meinen, sie hätten jetzt das Wichtige über Texas gesagt. Weil sie die Aufmerksamkeitsspanne ja auch nicht mehr haben, in aller Ruhe sich damit zu beschäftigen, zu überlegen, vielleicht mal mit einer Gegenquelle zu prüfen. Das sind alles Dinge, die müssen Sie vom Grundschulalter, müssen Sie genau das lernen. Also diese Form von Textkompetenz. Und das gilt im Schriftlichen und das gilt auch im Mündlichen. Wie viele Leute glauben etwas, weil ihnen irgendjemand was erzählt hat? So, und dann hat ihnen jemand nochmal was erzählt und dann sind Sie sicher, dass es stimmt. Und dann werden Sie in jeder Diskussion diese Meinung vertreten, weil Sie sie zweimal gehört haben. Also dieses Reflektieren der eigenen Meinung, der eigenen Position, Reflektieren der eigenen Weltanschauungsreste, die noch irgendwo da sind. Schuldiskussion ist voll von einem Moder alter Weltanschauung. Sie versuchen das immer in ein Schema von rechts oder links oder so einzuhören. Alles, was ich hier sage, entzieht sich dieser Schemata,
wird aber in der öffentlichen Diskussion immer in eine oder andere Schublade. Wenn ich sage, es ist wichtig für die Wirtschaft, dass die Kinder diese Fähigkeiten haben, dann bin ich auf Perspektive der Linken jemand, der die Kinder zuschneidern will für den Markt. Wenn ich aber sage, es geht darum, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben und nicht gezielt auf Berufe hinzugehen, dann bin ich aus Sicht vieler Konservativer, ist das irgendwie Kuschelpädagogik oder irgendwie sowas. Also das geht ganz, ganz schnell. Auch Erwachsene können das nicht. Das müssen wir in der Schule trainieren. Urteilskompetenz. Wir haben noch 4 Meldungen. Das wird leider in der Viertelstunde wahrscheinlich hinten nicht mehr ganz klappen, bitte ich um Verständnis. 4 Meldungen haben wir hier vorne noch und dann geht es bitte zur Buchsignierstunde. Das wird sicher auch viele interessieren. Ja. Bitte stellen Sie Ihre Frage. Geht das? Ja. Mein Name ist Gisbert Engel, ich bin Personalleiter im Unternehmen. Wir erleben ja eine Diskussion seit einigen Jahren zum Business-Partner-Modell. Ziemlich traurig eigentlich der Stand. Wir haben jetzt Ihre Sichtweise in Schulen erlebt, das Weiterentwickeln sollte ja und muss ja weitergehen in Unternehmen. Da sehe ich es eigentlich auch ziemlich traurig laufen. Meine Frage ist, da wir ja auf einer Personalermesse sind, was ist Ihre Vorstellung zur Aufgaben, Vielfalt und Rollensituation der Personalmenschen in der Zukunft? Also zunächst mal hoffe ich, dass durch ein verändertes Bildungssystem Ihre Aufgabe in Zukunft leichter wird. Dass also jene Kompetenzen, von denen Sie wollen, dass die Menschen sie haben, und jene Bildung, also den Umgang mit diesen Kompetenzen, dass das jeder mitbringt, der in Deutschland eine Uni verlässt. Und wir würden jetzt sagen, das sind keine 10%, die das mitbringen. Das schafft ja überhaupt erst Ihre Problemsituation, die ja dann überhaupt erst entstehen. Das Gleiche ist auch, wir haben ja einen sehr starken Wandel in der Unternehmenskultur, aber einen halbherzigen Wandel, so ähnlich wie das in den Schulen auch ist. Das heißt, die Schulen haben verstanden, es geht so nicht weiter, und dann wird so ein bisschen angeflickt. Und das haben wir bei sehr vielen Unternehmen auch. Also wir haben jetzt die letzten 15 Jahre alle Unternehmen auf Effizienz gebürstet. Kosten gespart, alles so effizient wie möglich, Personal abgebaut und so weiter, und haben das komplett durchdesignt. Und jetzt haben wir eine ganze Reihe von Folgeproblemen, die genau daraus entstanden sind. Und wenn man jetzt sagt, jetzt müssen wir das aber auch wieder in manche andere Dinge berücksichtigen, also wo schaffen wir die kreativen Nasszellen, wo jemand seinen Bereich hat, ein bisschen für sich rumzuplanschen, zu machen, wie bauen wir, wie integrieren wir das in ein effizientes System? Das ist ja eine ganz, ganz große Herausforderung. Wie schaffen wir eine Balance zwischen Freizonen in Unternehmen, künstlerischen Freizonen, die wir nicht sofort evaluieren? Also die Evaluation ist ein Fluch, in den Schulen wie in den Unternehmen. Sie machen was Neues und nach einem halben Jahr wird gleich gemessen, ob es geklappt hat. Dabei sind das natürlich organische Prozesse, die zum Teil sehr viel Zeit brauchen, bis sie sich überhaupt entwickeln können, die alle Anfangsschwierigkeiten haben. Das kennen Sie, jede Strukturveränderung in einem Unternehmen ist von rasanten Anfangsschwierigkeiten. Die Menschen müssen sich den Verhältnissen ja auch anpassen. Sie werden sofort Leute haben, die motzen, weil plötzlich werden ihnen Kompetenzen entzogen, woanders hingelagert und dergleichen mehr. Aber ich hoffe, dass Ihre Arbeit enorm erleichtert wird dadurch, dass Sie eine ganz andere Generation von Schülern und Studenten in den Betrieben haben. Mehr als diesen frommen Wunsch kann ich Ihnen jetzt in der Kürze nicht mitgeben. Kommen Sie ein Stückchen vor, lieberweise, sagen Sie gerne. Ja. Geht das so? Ja. Herr Brecht, ich durfte Sie schon mal in Bensheim erleben und heute mehr zufällig. Was ich sehr aufmerksam verfolgt habe, ist das Thema Kreativität. Ich denke, oder aus meinem Beruf her, ich bin Trainerin, ist Kreativität und die Motivation zu lernen, egal in welchem Alter, das A und O. Ich durfte in den USA erleben, dass ich ab der Grundschule dann bei Schülern feststellen durften, da gingen die Schüler zu dem Lehrer oder zu dem Fach, wo sie glaubten, das entspricht meinem Talent. Und oft ist das in Unternehmen auch so. Man müsste also neben den Fächern, die Sie in der Schule angesprochen haben, auch so eine Art Kreativität und Motivationstraining schon erlernen, um diese Kreativität, die ja in diesem vielfältigen Umfeld nur wachsen kann, auch zu fördern. Da würde ich gerne nochmal... Ich bin auf Ihrer Seite. Ich würde es nur in einem Punkt anders formulieren und sagen, die Kinder brauchen eigentlich kein Motivationstraining. Jedenfalls bis zur Pubertät brauchen sie das nicht. Sondern sie brauchen eine Verhinderung der Demotivationsmechanismen, weil die Motivation zu lernen hat jedes Kind. Leicht unterschiedlich, aber es ist da. Auch in der Pubertät haben sie eine hohe Motivation zu lernen, nur nicht das, was die Lehrer erzählen. Sie lernen natürlich sofort das neue Modell des Smartphones und sie lernen alles über die weibliche Sexualität oder die männliche, und das wollen sie alles ganz, ganz genau wissen und so weiter. Liebeskultur und es gibt ganz viele Bereiche, die sie wissen wollen, Mode und so. Da haben sie eine wahnsinnige Neugier und da lernen sie ganz, ganz schnell in sehr, sehr kurzer Zeit, aber eben nicht, was den Schulstoff anbelangt. Aber normalerweise ist ein Grundschulkind, wir reden jetzt nicht von Kindern, die aufgrund ihrer Erziehung verhaltensgestört sind und deren Zahl nicht unerheblich ist,
Aber wir reden, normale Kinder haben ein enormes Bedürfnis nach Wissen. Nur wird es sehr oft so dargereicht, dass in der Art und Weise, wie das in der Schule gemacht wird, langweilig ist. Also das gleiche Thema, was ich mit meinem Sohn bespreche, wir reden über die alten Römer, ja, und ich kann nicht aufhören, beim Abendessen darüber zu erzählen, und noch eine Frage, und dann macht es ein halbes Jahr später in der Schule. Und das, was mal sozusagen aufgegangen ist wie Hefeteig, ist tot wie Zwieback. Ja, Arbeitsblätter dahingelegt, wo dann irgendwas abgekreuzt und gemacht werden muss. Multiple Choice, ja, geguckt werden, haben die alten Römer A, B, C oder D. Also ich glaube, wir müssen die Demotivationsmechanismen, die noch sehr stark ausgeprägt sind und die nicht mal böse waren, sondern die mal Gründe hatten, warum die eingeführt wurden. Ja, die Schulen sind mal entwickelt worden wie das Militär oder wie die Verwaltung. Und vieles, was wir haben, sind so Verwaltungsdemotivationen, um Vergleichbarkeit herzustellen, um das Betriebssystem ordentlich laufen zu lassen. Und das kann man heute natürlich viel moderner machen. Und die Unternehmen haben sich im Vergleich zu den Schulen sehr, sehr viel mehr modernisiert, als die Schulen das gemacht haben. Also weg mit den Demotivationsblockaden. Bisschen Demotivation ist immer. Hürde ist immer. Frust ist immer. Aber es gibt unnötige Demotivationen, die in der Schule implementiert sind. Und die müssen wir loswerden. Ist Ralf Tscherpe, Herr Brecht, ich stimme mit vielen Thesen überein, die Sie sagen. Das Problem ist nur, oder das Problem sehe ich zumindest, dass es ganz viele Bereiche gibt, die reformresistent sind, darunter zum Beispiel auch das Bildungssystem. Ich habe das Ganze erlebt an der Universität, die Umwandlung der Studiengänge in Bachelor- und Masterstudiengänge, und habe eigentlich mehr Bulimie-Lernen erlebt, als es jemals zuvor der Fall war. Ähnlich sehe ich Privatschulen, die, wenn sie eine staatliche Anerkennung haben möchten, trotzdem in irgendeiner Art und Weise kooperieren müssen mit staatlichen Grundsystemen, die so fest gepfählt sind, dass man eigentlich kaum was verändern kann. Sehen Sie in irgendeiner Art und Weise eine Chance, wie sich dieses System oder dieses Bildungssystem verändern könnte? Und wenn, wie? Ja, das ist eine entscheidende, wichtige, große Frage, die ich jetzt versuchen muss, relativ kurz zu beantworten. Also ich stimme mit Ihnen überein, dass diese Vereinheitlichung der Studiengänge Bachelor und Master verheerende Folgen gehabt hat. Und dass das etwas war, was die Wirtschaft mal gut fand. Alles standardisieren, normieren, alles effizient machen. Und was heute die meisten Leute, die ich kenne, mit denen ich aus der Wirtschaft rede, in führenden Positionen furchtbar finden, weil es natürlich kreativitätsabtötend ist. Es gibt eine Kreativität, die dadurch gefördert wird. Das kenne ich von meinen Studenten in Lüneburg, die mir immer fragen, kommt das in der Klausur dran? Nämlich die sich durchmogelkompetenz. Die ist also enorm. Ja? Also ein effizienter Zeitverwalter seiner selbst zu sein und jeden unnötigen Aufwand zu vermeiden, um möglichst schnell mit den besten Noten durchzukommen. Das lernt man in dem Studiengang. Aber eben gerade das, was ich sagte über diese Kreativitätszellen, die wir brauchen, wo die echte Begeisterung nach der Innovation raus hervorgeht, das wird natürlich durch diesen Bachelor-Master-Studiengang verunmöglicht. Also, man kann, wenn man sich die Geschichte der Bildungsreformen, Bildungsrevolutionen in Deutschland anguckt, frustriert sein, weil seit Mitte, Ende der 70er Jahre ist nichts Gutes mehr passiert. Und da kann man sagen, in diesem Land bewegt sich ja nie was. Aber gerade haben wir ja Georg Picht zitiert gehört, der hat 1964 das Buch geschrieben, Die Bildungskatastrophe. Erhard und Strauß haben darauf geschimpft. Dann haben die Sozialdemokraten das aufgegriffen und dann hat es auch die CDU in den Ländern aufgegriffen, zum Beispiel auch Filbinger in Baden-Württemberg, weil Picht vorgerechnet hat, dass wir in Zukunft sehr, sehr, sehr viel mehr Akademiker brauchen werden. Und die kriegen wir nur dann, wenn mehr Kinder, die normalerweise in der Volksschule bleiben und nichts anderes werden, auf weiterführende Schulen gehen. Und also hat man sich gedacht, wie machen wir das System durchlässig, wie helfen wir Arbeiterkindern durch BAföG zu studieren, wir gründen Berufsschulen, Fachhochschulen und so weiter. Diese ganze sozialdemokratische Bildungsrevolution innerhalb von 10 Jahren. Und 10 Jahre später war die Bildungslandschaft gegenüber 65 radikal verändert. Radikal. Das geht. Wir wissen, dass es geht und jetzt haben wir die Erfahrung gemacht des langen Stillstandes oder auch der Fehlreformen. Und ich würde sagen, wenn wir gucken, was ich gerade erzählt habe, die neuen Herausforderungen der Wissensgesellschaft, Google-Brille und dergleichen mehr, wenn wir das wirklich mal durchdenken, zu was das führt, dann wissen wir, dass jetzt der Kipppunkt erreicht ist, dass nach so langem Stillstand es wahrscheinlich sehr schnell gehen wird, dass die Schulen sich entsprechend verändern. Und dass das, was ich fordere, nämlich den Schulen mehr Eigenverantwortung zu geben, unter kompetenter Beratung, unter Coaching, unter Kreativitätscoaching, unter Strukturcoaching, unter Personalcoaching,
dass diese Schulen sich in 10 Jahren so verändern können, dass wir sie nachher nicht wiedererkennen. Und dann dürfen wir etwas Revolution nennen, wenn etwas so verändert ist, dass es ganz anders ist, als es vorher war. Und ich bin sehr optimistisch, dass es kommt. Es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Die wichtigsten sind, diese Kinder müssen gebraucht werden. Als Montessori und dergleichen Anfang des 20. Jahrhunderts sagten, so geht doch Lernen nicht. Ja, das müssen wir um die Kinder und die Neugier und die Kreativität der Kinder, das war eine Reihe guter Ideen. Aber der preußische Staat sagte, solche Kinder wollen wir gar nicht haben, da haben wir gar keine Berufe für. Ja, selbstständig denkende Bevölkerung war nicht erwünscht. Also gibt es zwar ein paar Montessori-Schulen, aber es gab keine Bildungsrevolution. Heute ist es so, dass man sagt, die Wirtschaft braucht genau die Kinder, die aus dieser veränderten Schule hervorgehen. Und wenn das der Fall ist, wenn die Wirtschaft diese Kraft entwickelt und sich auch einmischt und sagt, wir wollen andere Schulen haben, dann überwinden sie auch die ideologischen Barrieren. Und dann können sie sicher sein, in 10 Jahren werden Deutschlands Schulen nicht wiederzuerkennen sein. Ich glaube es wirklich. Die letzte Frage aus dem Publikum, bitte. Ja, mein Name ist Georg Schnaufer, Gesellschaft für Wissensmanagement. Ich würde gerne ein paar Fragezeichen anfügen bezüglich zu... Ja. Zum Beispiel bezüglich der Frage, braucht die Wirtschaft wirklich derart aufgeklärte Schüler? Wenn ja, stellen wir uns alle mal vor, die kommen dann in die Unternehmen, stehen auf der Matte und werden dann ihrem Chef vorgestellt und sagen so, pass mal auf, hier hast du jetzt jemanden, der gelernt hat zu lernen, der gelernt hat auch selbst motiviert, sich zu entwickeln etc. etc. Ich würde ein Fragezeichen setzen wollen hinsichtlich der Kompatibilität eines solchen Schülers mit den meisten heute bestehenden Kulturen von Führung, Zusammenarbeit, Produktivität, Effizienz, Performance und die ganzen Kriterien der Bewertung, die heute bestehen. Zweite Fragezeichen möchte ich setzen hinter die Definition von Bildungssystem. Wir verstehen heute Bildungssystem als ein System, das endet mit dem Abitur, mit dem Studium etc. Die Frage ist doch aber, muss man Bildungssystem nicht viel weiter denken und auch als parallel zum gesamten Berufsleben laufend denken und insofern dann Bildungssystem auch gestalten vor dem Hintergrund der Kombination aus ständigen neuen beruflichen Herausforderungen und den Möglichkeiten, sich über das Bildungssystem, das dann bis, ich sage jetzt mal 70 reicht, ständig wieder neu fit zu machen. Und inwieweit müssen wir da vielleicht auch die Ideen, die wir jetzt auf die Jugend bezogen haben, vielleicht auch auf das Mittelalter beziehen und auf das fortgeschrittene Alter? Also ich danke Ihnen für Ihre Fragen, die ich nicht im Widerspruch zu dem sehe, was ich sage, aber helfen, bestimmte Dinge klarer zu formulieren. Es ist völlig klar, dass es viele Unternehmen gibt, auch viele Unternehmenskulturen, für die dermaßen ausgebildete Schüler und Studenten nicht nur die Erfüllung eines Wunschtraumes sind, sondern zu einer Herausforderung führen, die viele nicht gewachsen sind, weil wir es ja auch mit Chefs zu tun haben, die selber aus ganz anders strukturierten Bildungssystemen kommen und die andere unternehmenskulturelle Vorstellungen haben. Nun ist das nicht neu. Also wenn Sie mal überlegen, wie war denn das für die Chefs, die in den 50er Jahren sozialisiert wurden, als die 68er sozialisierten Jungmanager ankamen, mit langen Haaren plötzlich im Betrieb und dergleichen mehr. Da haben wir ja auch schon mal einen enormen Umbruch gehabt, der wahrscheinlich noch viel radikaler war, weil das vorherige viel konservativer war. Also die jetzige Chefsgeneration ist ja wesentlich geschmeidiger, als es die Chefs in den 50er Jahren waren. Und wir würden sagen, alles in allem hat das Deutschland ganz gut getan. Man kann zwar in den 68ern viel kritisieren, aber wir haben gewaltige neue Märkte erschlossen und die Liberalisierung der Gesellschaft in sehr vielen Bereichen wird auch keiner zurücknehmen wollen. Wir wollen die Rolle der Frau nicht zurückdrehen oder sowas. Also ich glaube, das wird diese Konflikte geben, aber so schmerzlich die im ersten Mal sind, glaube ich, dass sie langfristig auch die Wirtschaft verändern werden. Und wenn die Wirtschaft sich nicht verändert, wird sie auch nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Es ist ja völlig klar, dass die Wirtschaft sich verändern muss. Die Wirtschaft ist heute anders als vor 20, als vor 50, gar nicht zu rechnen als vor 100 Jahren. Und durch diese Leute wird sie ja auch verändert. Bei all den Kollateralschäden, die im Zwischenmenschlichen absolut unvermeidbar sind bei jeder Veränderung, ob Reform oder Revolution. Das Zweite ist, Sie haben völlig recht. Alles das, was ich hier für Kinder gesagt habe, gilt für den ganzen andragogischen Bereich. Wir müssen ein Leben lang lernen und wir müssen uns Gedanken machen, wie kann man als 40-Jähriger sich noch komplett in neue Welten einarbeiten und wie können wir ihn optimal dabei unterstützen. Nun haben wir ja den Vorteil, dass wir früher hätten gesagt, da gibt es die Volkshochschule, da macht man Computerkurs oder lernt auch eine Sprache. Das sind alles Modelle von gestern, sondern das kann man natürlich über E-Learning heute alles machen. Also man kann ein ganzes Physikstudium im Prinzip zu Hause machen. Die Frage ist,
diejenigen, die das von alleine aber nicht so gut können, wie coachen wir die? Da sind wir in diesem Bereich Kreativitätscoaching und dergleichen mehr. Und da könnte man sich schon was Institutionelles vorstellen. Ein Ort, an dem man hingeht, wo man das lernt und wo es selbstverständlich ist, dass man das macht und nicht so aussieht, als hätte man Defizit, was man kompensieren muss. Also die Volkshochschulen hatten ja mal ein gutes Ansehen als ein Ort, wo man sich weiterbringt. Und wir müssen jetzt viel professioneller mit ganz anderen Mitteln Orte schaffen mit einem positiven Ansehen, die diese andragogische Entwicklung unterstützen. Da bin ich bei Ihnen. Lieber Herr Precht, wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass dieses Bildungswesen jemanden wie Sie hervorgebracht hat. Und ich glaube, wir sind auch alle ganz stolz darauf, dass auch wir unsere Wege haben bisher gehen können. Ich glaube, Sie haben ganz viele Follower. Ich frage das jetzt mal besser nicht ab. Machen Sie lieberweise zum Abschluss drei knackige Worte. Wenn Sie jetzt bestimmen könnten, Sie würden am Sonntag gewinnen. Welche drei praktischen Dinge würden Sie sofort ändern? Also ich fühle mich nicht wohl dabei, weil ich mich, damit was wirklich immer klar ist, zu viel Weihrauch schwärzt den Heiligen. Ich sehe mich nicht in der Position, jetzt hier Deutschland zu erzählen, wo es hingehen soll. Und ich will nur eines rausnehmen, was eine allgemeine politische Debatte mit dem, worüber ich hier gerade gesprochen habe, verbindet und worüber ich nicht geredet habe. Alle Vorschläge, die im ganzen Steuersystem gemacht werden, zielen immer auf Verteilungsgerechtigkeit. Verteilungsgerechtigkeit ist der Versuch, im Nachhinein etwas zu beheben, was vorher schiefgelaufen ist. Und sie gehen viel zu wenig auf das, was in dieser Gesellschaft leider sehr, sehr rückläufig ist gegenüber den gerade gelobten 70er Jahren, nämlich auf Chancengerechtigkeit. Das heißt, wir haben 10% der Bevölkerung, die verlieren wir immer komplett. Die verlassen die Schule ohne irgendeinen Abschluss, die müssen wir später mit Harz alimentieren oder die sitzen in unseren Gefängnissen und vieles andere mehr. Wenn wir ein Bildungssystem schaffen würden, dass den Kindern aus diesen Eltern zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine reale Chance gibt, an den Bildungsmöglichkeiten zu partizipieren. Gerechtigkeit ist keine Frage von allgemeinen Prinzipien, sondern von sozialen Realitäten. Und eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür ist, und damit bin ich nicht nur an Beliebtheit, Kindergartenpflicht. Kindergartenpflicht, wie es zum Beispiel in Frankreich ist, wie es in Luxemburg ist, da müssen die Kinder im fünften Schul, also wenn sie fünf sind, gehen sie bereits in eine Vorschule, die ist für alle Pflicht. Und ich würde mir wünschen, es würde noch ein Jahr eher anfangen, damit wir all diejenigen, die in ihrem Elternhaus verunfallen und später nie mehr die Chance haben, die immer nur die Trittbrettfahrer des Systems sind, wenn nicht gar die, die als allererstes vom Zug fallen. Wenn wir die alle mitnehmen, dann müssen wir über Steuererhöhungen im Nachhinein nicht rückgängig machen, was wir ihnen an Chancengleichheit nicht gewährt haben. Sind. Ich denke, nicht jeder von Ihnen hat schon einmal einen philosophischen Vortrag gehört. Und ich weiß auch nicht so genau, was Sie im Allgemeinen von philosophischen Vorträgen erwarten oder was Sie über philosophische Vorträge denken. Und vielleicht möchte ich das auch gar nicht wissen, auch nicht, was Sie von Philosophen halten. So im breiten Bild der Allgemeinheit sind Philosophen ältere Herren in weißen Bettlaken, die versuchen, Probleme zu lösen, die es ohne sie gar nicht gäbe. Oder ist es so, dass man sagt, Philosophie, was ist daran eigentlich das Besondere? Ne, spätestens nach dem dritten Kölsch ist jeder ein Philosoph und spätestens, wenn es darum geht, seine Frau zu betrügen, wird der Dümmste zum Philosophen. Auf der anderen Seite werde ich versuchen, Ihnen jetzt etwas zu erzählen, was ein bisschen anknüpft an Ihre Welt und nicht so sehr an die Welt Platons oder Kants oder Aristoteles, werde mich mit breiten rückwärtsgewandten Analysen in der Genese des Bildungsbegriffs und seine komplizierten hermeneutischen Auslegungsfragen nicht weiter beschäftigen. Sondern ich möchte mit einem Problem anfangen, vor dem wir alle stehen. Wir können es eine Vision nennen, wir können es ein Problem nennen. Jedenfalls eine absolut revolutionäre Veränderung unserer Bildungslandschaft. Ich komme nämlich mit einer wunderbar guten Nachricht. Die allermeisten von Ihnen werden Sie kennen. Im Frühjahr 2014 bringt Google endlich die Google-Brille auf den Markt, Google Glass. Und das hat einen wahnsinnig tollen Effekt. Wir müssen nämlich unsere Kinder nicht mehr in die Schule schicken und wir müssen nichts mehr lernen, weil wir mit dem Wissen der Welt unmittelbar verbunden sind. Viele von Ihnen werden vielleicht denken, dass Sie die Google-Brille vielleicht gar nicht tragen werden, aber da täuschen Sie sich.
Sie werden noch Mitte der 90er Jahre gedacht haben, ein Handy werden Sie nicht unbedingt brauchen. Und was haben Sie die verspottet, die mit diesen großen Handys am Ohr ganz wichtig für irgendwelchen Szenekneipen oder Diskotheken waren, um zu zeigen, welche unglaubliche Bedeutung sie hatten, dass sie mit diesem Gerät rumgelaufen sind. Ein oder zwei Jahre später hatten sie ein Handy. Als das Smartphone kam, dachten sie natürlich, klar, oder das iPhone, das sieht ganz hübsch aus, aber ob man das braucht, da waren sie sich auch nicht so sicher. Eigentlich ist das ein Spielzeug. Eigentlich haben sie gedacht, ist das für Kinder oder für Frauen, die Angst vor Technik haben, mit lauter bunten Bildchen und man kann mit den Fingern so schieben und so. Sie waren sich nicht ganz sicher, ob sie das brauchen würden. Klar, der eine oder andere hat gedacht, ich brauche das schon deswegen, weil das neu ist und weil das Status ist. Und die anderen haben gedacht, das ist albern. Mittlerweile haben sie das alle. Und das wird ihnen mit der Google-Brille genau so gehen. Und die Folge ist, dass sie keine kleine Maschine mehr haben werden, sondern ein kleines Fenster zur Welt in dieser Brille. Und dann sind sie unmittelbar mit allem Wissen der Welt verbunden. Sie können unbemerkt von dem anderen, während sie ihm zuhören, alles, was er sagt, überprüfen. Das heißt, wenn ich den gleichen Vortrag in zwei oder drei Jahren halte, dann können Sie bei jedem Stichwort, was ich mache, parallel nachschlagen, ob das denn so stimmt, ja, und ob das denn so eindeutig ist, was ich da erzähle und ob ich Ihnen da nicht irgendwie Quatsch verkaufe und dergleichen. Und es ist völlig klar, das wird irgendwann eine Kontaktlinse sein und keine Brille mehr, weil diese Brillen sind nicht so kleidsam. Das heißt, so in 5, 6 Jahren ist das eine Kontaktlinse und in 15 Jahren ist das eine Linse, die Sie in Ihr Auge implementieren. Die Anträge darauf, das Patent ist mittlerweile bereits vergeben, die Anträge sind gestellt und dergleichen, es wird alles entwickelt. Das bedeutet eine absolute Revolution in unserer Gesellschaft. Und die wichtigste Revolution besteht darin, dass ein Erfolgsformat wie Wer wird Millionär abgesetzt werden muss, weil jeder mit allem Wissen der Welt verbunden ist, ohne dass man nachgucken kann, ob jemand nachschlägt im Auge oder nicht. Prüfungen brauchen wir nicht mehr, können wir nicht mehr abhalten, weil sie unter fairen Bedingungen nicht mehr möglich sind. Das heißt, dieser alte Traum, den Engeln gleich zu werden, ubiquitär, global, mit allem Wissen der Welt verbunden zu werden, dieser alte Menschheitstraum wird heute erfüllt. Die Wissensgesellschaft erreicht eine Dimension, wo noch in wenigen, vor wenigen Jahrzehnten, vielleicht sogar vor wenigen Jahren, niemand von je zu träumen gewagt hat. Und wenn jetzt jemand sagt, das sei keine Revolution, oder wieso nehmen Sie das Wort Revolution in den Mund? Das ist eine unfassbare Revolution der Menschheitsgeschichte. Jetzt muss man zum Wort Revolution auch sagen, das ist ja ein sehr positives Wort. Alles, was Sie hier haben, von dem, wie Sie angezogen sind, über die Tatsache, dass Sie in ein paar Tagen von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen dürfen, die Tatsache, dass ich hier reichhaltig Frauen sehe, die in wirtschaftlichen Berufen erfolgreich sind, alles das ist das Ergebnis umwälzender Revolutionen. Selbst die Art und Weise, wie sie ihre Haare tragen, ob sie sich schminken oder nicht schminken, alles das Ergebnis von Revolutionen. Wenn wir die Zeit 100 Jahre vorher zurücktreten würden, wir hätten vor 100 Jahren also eine wirtschaftliche Veranstaltung, eine Messe, da hätten nur Männer gesessen. Vor 100 Jahren, gerade genau vor 100 Jahren, haben Frauen in Deutschland überhaupt erst das Wahlrecht bekommen. Sie hätten auch keine Hosen tragen dürfen als Frau und vieles andere mehr. Und alles das ist das Ergebnis der sexuellen Revolution, der Revolution des Feminismus bzw. der Befreiung der Frauen. Alles das wurde mal von wenigen erkämpft, wurde erst verlacht, dann bekämpft. Und heute ist es so selbstverständlich, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass es je anders war. Das sind Revolutionen. Die ganze bürgerliche Gesellschaft, die ganze Wirtschaftswelt, in der wir leben, die Revolution, die durch die Globalisierung der Wirtschaft eingetreten ist. Die Revolution, die viele hundert Jahre vorher durch die Liberalisierung der Wirtschaft eingetreten ist. Durch den Sieg des Bürgertums über den Protektionismus des Adels und dergleichen. Alles das Ergebnis von Revolution. Deswegen ist es merkwürdig, dass wenn man sagt, wir brauchen eine Bildungsrevolution, viele Leute denken, um Gottes Willen, jetzt kommt irgendwas ganz, ganz Furchtbares. Ne? Dazu Gewalt und Blut und so. Die allermeisten Revolutionen in der Geschichte der Menschheit kamen ohne Tote aus. Sondern sie waren ganz, ganz schnell sich ereignende strukturelle Veränderungen. Und die strukturellen Veränderungen, die wir auf dem Bildungssektor haben, sind die größten in der Geschichte der Menschheit. Man kann sagen, die Einführung der Schrift war auch eine enorme Bildungsrevolution, aber sie ereignete sich nicht wie diese digitale Revolution mit den Folgen der Wissensgesellschaft in einem Zeitraum von 20 Jahren. Sondern die Ausbreitung der Schrift, das Heranzüchten von Schriftkundigen und dergleichen mehr war ein Prozess, der sich über hunderte von Jahren hingezogen hatte.
bis überhaupt eine Schicht, eine Kaste zur Verfügung stand, die schriftkundig war und auf die Kultur einer Gesellschaft im größeren Sinne Einfluss nehmen konnte und dafür sorgen konnte, dass Wissen aufgeschrieben und damit memoriert wird. Wir erleben das alles im Zeitraffer einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und glauben manchmal noch, wir könnten in unserer Gesellschaft dabei seelenruhig weiterleben wie bisher. Wir werden nicht seelenruhig weiterleben wie bisher, sondern die digitale Revolution, also die Revolution zur Wissensgesellschaft, zu einer noch viel weitergehenden Wissensgesellschaft, als sie jetzt schon erfolgt ist, wird gewaltige strukturelle Umbrüche in der Gesellschaft zeitigen. Es wird unseren Umgang mit Bildung verändern und mit Bildungseinrichtungen und Bildungsinstitutionen. Wenn wir unten anfangen, wenn wir bei der Schule anfangen. Die Schule wurde einmal aus guten Gründen gegründet, beziehungsweise die Schulpflicht wurde aus guten Gründen eingeführt. In Deutschland wurde die Schulpflicht eingeführt, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie alt sie ist. Es ist sogar relativ uninteressant, wie alt sie ist, weil sie wurde nicht ernst genommen. Die Schulpflicht wurde in Deutschland im 18. Jahrhundert eingeführt, so in der Zeit von Friedrich dem Großen. Aber kein Bauer schickte sein Kind in eine Schule, weil selbstverständlich brauchte der die Kinder wie in jedem Entwicklungsland und Preußen war aus heutiger Perspektive ein Land wie Bangladesch, brauchte seine Kinder für als Erntehelfer auf dem Feld und dergleichen mehr und als Lebensversicherung im Alter. Diese Kinder schickte man nicht in die Schule. Erst im 19. Jahrhundert wurden Kinder in die Schule geschickt, also flächendeckender in die Schule geschickt. Und dafür war verantwortlich Wilhelm von Humboldt, der Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1810, 1811, den Elementarunterricht mindestens 3 Jahre Schulen für jeden verbindlich machte und vor allen Dingen, und das war wichtig, Schulgebäude baute, damit aus dieser Schulpflicht überhaupt etwas werden konnte. Auch in dieser Zeit schickten die Hälfte der Bauern seine Kinder noch nicht in die Schule. Und es dauerte etwa bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, bis es so etwas gab wie ein Ernstnehmen der allgemeinen Schulpflicht. Die Schule hatte ein gutes Argument. Der preußische Staat war, und das war der Impuls von Wilhelm von Humboldts Revolution, gerade vollkommen bankrott. Er hatte in den napoleonischen Kriegen verloren und hatte festgestellt, dass er dem modernen Frankreich, das durch die französische Revolution entstanden war, nichts entgegenzusetzen hatte. Das heißt, das alte, ständische, militärisch verkrustete, steife, bürgerlich nicht durchlässige Preußen war nicht modern. Und die Aufgabe Wilhelm von Humboldts und des Freiherrn von Stein und von Hardenberg bestand darin, dieses Preußen zu einer modernen bürgerlichen Gesellschaft zu machen. Und ein Teil davon war die Bildungsreform. Nun war das Interessante bei der Bildungsreform, dass man ein sehr gutes Argument für sie hatte. Nicht nur Preußen modern machen, sondern zu sagen, das ist natürlich gut, wenn wir möglichst viele Menschen haben, die lesen und schreiben können, weil sie teilnehmen können an einer Öffentlichkeit. Und in dieser Öffentlichkeit entfaltet sich die Kreativität der bürgerlichen Gesellschaft und treibt die Gesellschaft vorwärts. Das heißt, die Schulpflicht, die Einhaltung der Schulpflicht als Bedingung für Modernität und Zukunftsfähigkeit. Darum ging es, zukunftsfähig zu werden. Schulen brauchte man deswegen, weil die Leute das ja alles nicht zu Hause lernen konnten. Man konnte im 19. Jahrhundert, man konnte noch in den 50er, 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, vielleicht in vielen Elternhäusern bis zur Einführung des Internets, in der Schule Dinge lernen, die man woanders nicht hätte lernen können. Wenn Sie sich zurückerinnern, wie groß war die Bibliothek in Ihrem Elternhaus? Wie viel von dem, was Sie in der Schule gelernt haben, konnten Ihre Eltern auch? Dann wird das in Ihren Generationen so sein, vielleicht die Hälfte oder so. Ja? Vielleicht kamen Sie aus einem hochakademischen Elternhaus, dann war es vielleicht 70-80%. Aber viele von Ihnen haben Eltern gehabt, die Ihnen bei Oberstufenmathematik nicht mehr helfen konnten. Und die Ihnen auch von sich aus kein Buch gehabt hätten, wo Sie hätten nachschlagen können, was die goldene Bulle war. Das bedeutet das Ereignis des Spätmittelalters. Das waren Dinge, die konnten Sie nur in der Schule lernen. Das heißt, Schulen waren dadurch legitimiert, dass sie flächendeckend ein Wissen zur Verfügung stellen konnten, was sie nirgendwo anders bekommen konnten. Von einem entsprechend geschulten Personal, vor dem sie in früheren Zeiten einen enormen Respekt hatten. Das heißt, der Beruf des Lehrers war mal ein hoch angesehener Beruf in der Gesellschaft. Das hat sich aus einer Reihe von Gründen verändert, wofür nicht die Lehrer allein verantwortlich sind, sondern die Tatsache, dass sie alles, was der Lehrer ihnen erzählt, mittlerweile zu Hause auch nachschlagen können und auf die Gültigkeit überprüfen und dann stellen sie fest,
dass der Lehrer unter Umständen seine Kenntnisse aus dem gleichen Wikipedia-Artikel hat, den Sie ebenfalls runterladen können. Und vielleicht sagt der Lehrer noch, Sie dürften Ihr Smartphone in der Schule nicht benutzen, sondern müssen es abgeben oder ausstellen. Das kann er vielleicht noch in der einen oder anderen Schule heute sagen. Wenn wir in Länder schauen, die die Bildungsrevolution nicht verschlafen haben, zum Beispiel nach Dänemark, gehen Sie mal in eine dänische Schule. Da müssen Sie Ihr iPhone nicht abgeben. Da gibt es einen großen Flatscreen statt einer Tafel. Und jeder ist mit seinem Tablet im gleichen Film. Wenn Sie noch einen Schritt weitergehen und sich die kanadischen Schulen angucken, dann hat jeder sein Tablet in seiner Schulbank integriert, das heißt der Schulbänke, die nur auf dieses Tablet zugeschnitten sind. Und wenn der Schüler dann die Schule verlässt, dann wertet der Lehrer aus, was der Schüler in seiner Schulzeit gemacht hat. Ich habe da mit jemand von der Bertelsmann Stiftung drüber gesprochen, der fand das großartig. Mir hat das als erstes Angst gemacht. Also NSA in der Schule, ich kann genau gucken, das hast du gemacht, das hast du nicht gemacht und so weiter. Positiv formulieren kann ich sagen, ich sehe ganz, ganz genau, wo hier noch Nachbesserungsbedarf ist. Negativ kann ich sagen, der Schüler wird gläsern. Er kann nicht mehr was in sein Heft kritzeln, was keiner mehr mitkriegt. Das heißt, nur als ein ganz kleines Beispiel, unsere Schulen werden sich radikal verändern. Aber auch die Aufgabe der Schule verändert sich. Weil sich der Stellenwert von Wissen in der Gesellschaft verändert. Wissen kann jeder überall zu jeder Zeit erwerben. Wissen ist nichts mehr, worauf ich stolz sein kann, weil ich sagen kann, das habe nur ich und das haben die anderen nicht. Und das habe ich, weil ich diese tolle Schule besucht habe, weil ich diese großartige Universität, weil ich in Harvard war, verfüge ich über ein Wissen, das andere nicht haben. Alles Wissen, was Sie in Harvard haben, können Sie über E-Learning, können Sie sich das runterladen zu Hause auf Ihrem Computer. Das Hoheitsrecht über das Wissen ist verloren gegangen. Und da muss man sich mal überlegen, was das eigentlich für ein Bildungssystem bedeutet, wenn Wissen als Wissen allein gar nichts mehr wert ist. Das ist ja schon so, dass man sich darüber beklagt, dass die jungen Leute so wenig Wissen, so wenig Bildung haben. Man glaubt, Bildung sei die Summe des angestapelten Wissens. Also so eine Art Datenvorratsspeicherung. Je mehr ich auswendig gelernt habe in der Schule, so sind unsere Lehrpläne konzipiert, dass man sagt, am Ende muss man im 10. Schuljahr oder im 13. Schuljahr im Fach Geschichte das und das und das und das und das alles gemacht haben. Gemeint ist Wissen. Wir wissen auch, dass das so immer schon Unsinn war. Von dem, was Sie im Leben alles mal gemacht oder erfahren haben, wissen Sie 1 oder 2% vielleicht. So viel wissen Sie ungefähr auch von dem, was Sie in der Schule gemacht haben. Also ich verzichte jetzt darauf, Sie persönlich zu testen. Aber ich gebe Ihnen nur mal so als kleines Gedankenspiel, wenn ich jetzt mal hingehe und nehme den Stoff des 5. Schuljahres. 5. Schuljahr Deutschunterricht. Im 5. Schuljahr Deutschunterricht handeln Sie die ganze Grammatik ab, die Sie noch nicht in der Grundschule gemacht haben. Da lernen Sie zum Beispiel, was ein Konsekutivsatz ist. Jetzt dürfen Sie alle mal in sich gehen und sich die Frage stellen, ob Sie Ihren Kindern erklären können, was ein Konsekutivsatz ist. Die einzigen, die das wissen, sind Deutschlehrer oder Eltern, die gerade Kinder im 5. Schuljahr haben und mit denen Hausaufgaben machen. Sonst wissen Sie das nicht. Ehrlich gesagt, das müssen Sie auch nicht wissen. Es reicht, dass Sie Konsekutivsätze bilden können. Das können Sie alle. Aber Sie müssen nicht wissen, wie das Ding heißt. Sie müssen auch nicht mehr genau die Regeln wissen, Futur 2, Konjunktiv, wie bilde ich das denn eigentlich? Und dass in tatsächlich der Konjunktiv im Deutschen im Futur 1 nicht mit Würde gebildet wird und dergleichen. Ja, das sind alles Dinge, die müssen Sie nicht wissen. Lernen Sie aber, wenn Sie mit schikaniert in der Schule. Und die Frage ist, macht das alles noch Sinn? Das können Sie alles nachgucken, wenn Sie das mal brauchen. Die Wahrheit bei diesen Sachen ist, das brauchen Sie ja sowieso nicht. Bei meinen Stiefkindern ist das immer so, dass sie mir die Frage gestellt haben, wofür brauche ich das im Leben? Und ich sage, du brauchst das im Leben, wenn du deinen Kindern das später bei den Hausaufgaben erklären musst. Schule ist ein sehr weitgehend selbstreferenzieller Bereich, weil alles das, was man im Leben sonst alles braucht, in der Schule nicht vermittelt wird. Wenn Sie mal überlegen, was Sie in Ihrem Berufsleben alles brauchen und gebraucht haben und auf welche Fähigkeiten und Fertigkeiten es ankommt, dann werden Sie sagen, klar, Grundschule konnten Sie alles gebrauchen. Ne? Lesen lernen, schreiben lernen, Grundrechenart, das ist ganz gut, wenn man das kann. Da sind wir uns alle einig. Aber von dem, was Sie in weiterführenden Schulen gelernt haben, brauchen Sie fast nichts. Aber so viele Dinge, wie man zum Beispiel vernünftig mit Geld umgeht, haben Sie in der Schule nicht gelernt. Das ist aber eines der wichtigsten Themen in Ihrem Leben überhaupt. Werden Sie aber nicht darauf vorbereitet. Wissen Sie, selbst wenn Sie Abitur machen, wie unser Wirtschaftskreislauf funktioniert? Haben Sie eine Ahnung von Jura? Irgendeine Grundahnung von Jura in der Schule bekommen? Wissen Sie, wie eine Stadtverwaltung funktioniert?
Sie haben mal Molmassen berechnet im 8. Schuljahr im Chemieunterricht. Aber das, was in Ihrem Shampoo drin ist, das kennen Sie nicht. Das heißt, das alles ist die Folge dessen, dass diese ganzen Lehrpläne aus einem anderen Jahrhundert stammen. Zum Teil aus einem vorvorigen Jahrhundert. In der man gedacht hat, das sollte man alles wissen. Und diese überbordende Grammatik, die Sie in allen Sprachen lernen, basiert auf einem Irrtum. Auf einem vielfach eindeutig widerlegten Irrtum. Das nämlich, was Wilhelm von Humboldt noch dachte, das Lernen der toten Sprachen, das Lernen einer jeden anderen Sprache erleichtert. Das ist falsch. Definitiv falsch. Es ist ein hartnäckiges Gerücht. Das ist wie die Spinne in der Yucca-Palme, etwas, was von Eltern aus Generation zu Generation weitergegeben wird. Das stimmt nicht. Sie lernen nicht deswegen besser Englisch, weil Sie Latein können. Wissen Sie, wie Sie Englisch lernen? Indem Sie mal ein Jahr in der Pubertät nach England oder nach Amerika gehen und dann wiederkommen. Dann können Sie Englisch, dann haben Sie Englisch gelernt, dann haben Sie Lust, das, was Sie nicht können, auch noch zu lernen, weil es Ihnen Spaß macht, weil Sie reingewachsen sind in etwas. Ich spreche keine Fremdsprache gut, kann aber von mehreren die Grammatik. Das ist ein riesiges Problem. Die ganze Alltagssprachgebrauch einer Sprache habe ich in der Schule nicht gelernt. Ich konnte, als ich das erste Mal in Amerika war, die Speisekarte nicht lesen. Ja? Kann aber natürlich Shakespeare-Passagen auswendig, ganz großartig, vollkommene Fehlbildung. Über Grammatik lernt man keine Sprache, sondern in Sprache wächst man hinein. Denken Sie an Kinder, wenn der erste Spracherwerb kommt. Wenn Sie, wir haben sicherlich viele von Ihnen schon kleine Kinder gehabt, wie lernen die eine Sprache? Die wachsen in eine Sprache rein. Da sagen Sie nicht, pass mal auf, das ist ein Nomen, ne? Und das ist ein Adjektiv und das ist ein Adverb. Ne? Auch so eine schöne Sache. Ich sage Ihnen mal so, wenn Sie jetzt sagen, manche, zu welcher Wortgruppe gehört das? Wer von Ihnen kann das grammatisch bestimmen? Haben Sie alle im 5. Schuljahr gemacht? Müssen Sie nicht wissen, dass das ein Pronomen ist? Ja? Das ist ein Beispiel, das könnte ich, Fach für Fach könnte ich das durchgehen. Und das Ganze macht ja unglaublich Arbeit. Jetzt müssen wir mal überlegen, Sie gehen in die Schule 10, 12, 13.000 Stunden. Das ist Zeit, die wir unseren Kindern klauen, damit die dorthin gehen. Um anschließend 1 oder 2% von dem zu memorieren, was sie da gelernt haben. Sie glauben wahrscheinlich die ganze Zeit, ich übertreibe. Das sind nicht 2%, das ist viel mehr. Na, wenn ich jetzt sage, Ohmsches Gesetz, dann werden Sie sagen, das habe ich schon mal gehört. Das ist was mit Strom. Das ist super, das ist was mit Strom. Aber Sie haben es erst dann verstanden, wenn Sie es erklären können. Und nicht, wenn Sie wissen, dass es was mit Strom ist. Das ist, bei Günther Jauch nutzt das, wenn so 4 Möglichkeiten ist, das was mit so und so und so. Aber das ist kein Wissen. Das ist schon mal gehört haben. Schon mal gehört haben verhält sich zu Wissen, wie Wissen zu können. Wissen, wie es geht, ist auch nicht dasselbe wie Können. Können müsste im Mittelpunkt jeder Bildung stehen. Nicht wissen, wie es geht. Wenn ich in Mathe Schwierigkeiten hatte, hat mein Vater immer gesagt, ja, ja. Das heißt nicht. Was heißt hier wissen, wie es geht? Der Eunuch, der weiß auch, wie es geht, aber er kann trotzdem nicht. Und es ist sehr viel von dem in unserer Bildung ist Eunuchenausbildung. Das heißt, im Zentrum aller Dinge, in Ihrem Beruf ist das auch so. Es geht nicht darum, dass Sie wissen, wie es geht. Es geht darum, dass Sie etwas können. Und zu dem, was Sie können, gehört nicht nur das Wissen um einen technischen Ablauf, das Verstehen einer logischen Kette, sondern da gehört zum Beispiel auch das Umsetzen und Durchsetzen mit und unter anderem. Also das Entwickeln mit anderen, das Zusammensein mit Kollegen, das Verhältnis zu Chefs oder zu Untergebenen. All diese Bereiche spielen eine Riesenrolle. Wissen alleine oder wissen, wie es geht. Sie kennen in jeder Firma denjenigen, ja, diesen Nerd, der in dieser Firma ist, der enorm logisch, technisch begabt ist und trotzdem nie eine Führungsposition in der Firma bekommen kann. Der immer alles besser weiß, weil er das logisch, technisch und so weiter kann, den aber keiner leiden kann. Und das eine spielt mit dem anderen zusammen. Sie werden nur wirkungsmächtig in der Gesellschaft, wenn Sie die sozialen Kompetenzen mit Ihren Wissenskompetenzen miteinander verbinden. Und das wird die Herausforderung sein, im gleichen Maße, wie sich das Wissen entwertet, weil es jeder haben kann. Wir in einem Wissenskommunismus leben, wo es keine Hoheitsansprüche mehr gibt, sondern jeder kann zu jeder Zeit auf jedes Wissen der Welt zurückgreifen. In dieser Zeit wird das Umgehen können mit Wissen, kurz gesagt, die Persönlichkeitsbildung, die die Voraussetzung für das Umgehen können mit Wissen ist, das Entscheidende in der Gesellschaft. Das ist es in Ihrem Berufsleben sowieso schon. Aber es sollte nicht erst im Berufsleben dazu kommen. Es sollte nicht sein, dass Sie Wirtschaftswissenschaften an einer Uni studieren, dann anschließend in eine Firma kommen und eigentlich gar nichts können, mit all dem, was Sie wissen, nichts können.
Ihnen alles überhaupt nichts nützt, Sie müssen neu anfangen. Da fragt man sich, was ist der Sinn einer Ausbildung, wenn sie als Ausbildung gar nicht funktioniert? Jetzt, wo habe ich das Wort Ausbildung benutzt und muss mich selbst zur Hälfte korrigieren? Es ist nicht der Sinn unserer Ausbildungssysteme, nur Ausbildung zu leisten. Das werden Sie auch wissen. Wenn Sie nur für eine ganz, ganz bestimmte Aufgabe ausgebildet sind, dann stehen Sie unter Umständen vor dem großen Problem, dass die Aufgabe sich im Leben nachher ganz anders darstellt. Das heißt, mir geht es nicht um Verengung, mir geht es um die Konzentration aufs Können gegenüber dem Wissen, wie es geht. Verengung ist ein ganz großes Problem. Die Wirtschaft hat wahnsinnig gelernt in den letzten 10 Jahren. Wir haben heute eine ganze Menge von Verengungskatastrophen, die wir alle wieder rückgängig machen müssen. Indem wir geglaubt haben, es sei die Aufgabe unserer Schulen und Hochschulen, die Schüler oder Studenten auf einen bestimmten Beruf vorzubereiten. Das ist falsch. Das ist aus Sicht der Wirtschaft falsch. 2/3 aller Kinder, die heute eingeschult werden, werden in Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt. Überlegen Sie sich mal die Berufswelt von heute. Die ganze Welt, sie arbeiten in digitalen Netzwerken, Softwareentwickler und dergleichen mehr. Alle diese Berufe gab es nicht, als ich eingeschult wurde. Und diese Entwicklung wird mindestens im gleichen Tempo, wenn nicht exponentiell weitergehen. Und da muss ich ganz, ganz vorsichtig zu sein und sagen, ich bilde dich jetzt dafür aus. Als ich 1984 Abitur gemacht habe, kamen Ingenieure in die Schule, um für den Beruf zu werben, weil es gab einen Ingenieursmangel. Und dann haben alle, die in Mathe und Physik gut waren, sich überlegt, doch nicht Physiker zu werden, sondern lieber Ingenieur. Beim ersten Klassentreffen, 5, 6 Jahre später, war die Hälfte der frisch diplomierten Ingenieure arbeitslos. Es gab nämlich Ende der 80er, Anfang der 90er, viele Jahre eine Ingenieursschwemme, kann sich kaum noch jemand daran erinnern, war aber so. Weil dieser Gedanke war, wir müssen auf einen Markt hin. Das gleiche war 2, 3 Jahre später bei Informatikern der Fall. Weil so schnell die Berufswelten nicht nachgewachsen waren, wie der Bedarf annonciert worden war. Deswegen keine Ausbildung auf einen konkreten Bedarf, aber eine Ausbildung auf einen absehbaren allgemeinen Bedarf. Das heißt, jene Fähigkeiten und Fertigkeiten trainieren, von denen dann ganz sicher sind, egal wie der Beruf ist, das wirst du in der zukünftigen Welt können müssen. Und da rede ich jetzt hier in Deutschland speziell vom sogenannten quartären Sektor, also dem Bereich der höheren, komplexeren Dienstleistungsberufe. Also einen ganzen Betriebsablauf zu managen, einen Flughafen zu planen beispielsweise. Das sind Herausforderungen, wo wir sagen, das ist etwas, ja, wenn wir die Grundfähigkeiten dafür legen, dass so jemand das kann. Ja, eine vernünftige Wahlkampagne zu machen, als Spin-Doktor für eine Partei zu arbeiten, die Politikern beibringt, wie unglaublich charmant das ist, mal einen Fehler zuzugeben. Das nennt sich dann in der Bildungsdiskussion Fehlerkompetenz. Ja. Wenn Herr Wulff damals hingegangen wäre und gesagt hätte, also, machen wir uns nichts vor, das war unsauber. Das war nicht mit Absicht unsauber und so weiter. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie in einem praktischen Leben eines Ministerpräsidenten, wie eng Wirtschaft und Politik miteinander verflochten sind. Da gucken Sie schon mal nicht so genau hin, das ist richtig. Ich will das aber nicht verteidigen, ich verstehe Ihre Argumente, warum Sie sagen, so jemand darf nicht Bundespräsident sein. Und wenn Sie das wirklich meinen und sich dabei auch an die eigene Nase gefasst haben, dann bin ich auch bereit zurückzutreten. Hätte jeder... überwältigt gewesen, ja, was für eine Persönlichkeit. Was man ihm übel genommen hat, sind doch nicht die 700 Euro da bei Krone wollen, sondern dieses kleine Verdruckste nicht zugeben und so weiter. Wenn Sie ein guter Spin-Doktor sind, dann versuchen Sie das zu erklären. Sagen Sie, gehen Sie auf das einmal im Leben ehrlich, das werden die Leute mögen. Das ist nur ein ganz, ganz kleines Beispiel für, dass Sie sagen, Sie müssen ausgebildet sein, ein Scout zu sein, ein Konsensarrangeur, ein Scout für Sinndefizit. Ein Scout für anstehende gesellschaftliche Probleme. Das sind alles Dinge, die auf dem quartären Sektor dringend gebraucht werden. Aber klar ist auch, wenn die Berufswelt sich in diese Richtung verändert, wenn es darum geht, hochkomplexe Dinge zu managen, auch sprachlich zu managen, nicht dieses dumme Deutsch zu sprechen, ja, was Politiker sprechen, was auch sehr viele Wirtschaftsbosse sprechen, also diese völlig vernebelte, vereinheitlichte Sprache, mit der sie auf nichts mehr wirken können. Sondern individuellen Sprachausdruck zu pflegen. Aber das ist etwas, das lernen Sie nicht in unseren Schulen. In unseren Schulen lernen Sie nämlich gar nicht reden, Sie lernen nur schreiben. Legen einen Riesenwert auf Rechtschreibung, obwohl Ihr Computer das im Zweifelsfall sowieso besser kann. Ich sage nicht, das sollen Sie nicht mal, das sollen Sie lernen, aber das soll nicht ein wichtiges Kriterium sein. Ob Sie da ab und zu einen Fehler machen, da mit Buckel S und Doppel S und so weiter. Darauf kommt es im Leben nicht an.
Es ist aber so, dass durch unser Ziffernzensurensystem alles Schriftliche sehr schön bewertet werden kann, alles Mündliche sehr schlecht. Und deswegen haben wir ein absolutes Primat der Schriftlichkeit über die Mündlichkeit. Sie haben aber in Ihrem Berufsleben im Regelfall ein absolutes Primat der Mündlichkeit gegenüber der Schriftlichkeit, also genau umgekehrt. Ich möchte, dass jeder, der in Deutschland eine Schule verlässt, in der Lage ist, frei zu reden. Ich erlebe Vorstandsvorsitzende, die an ihren Skripten kleben, ja, und keinen Satz richtig betonen können. So etwas darf es nicht geben. Und die Grundlagen dafür müssen so früh wie möglich gemacht werden. Denn es ist schwer, das über einen zweiten Bildungsweg zu lernen, wenn Sie das in der Schule und im Studium nicht gelernt haben. Wenn Sie Ihr Referat abnuscheln konnten, ohne irgendeine Rücksicht darauf, ob das interessant für das Publikum ist, ohne eine Bindung zum Publikum herzustellen, auf Reaktionen reagieren können. Das sind Fähigkeiten, die Sie brauchen. Wo wollen Sie das trainieren, wenn nicht in der Schule? Also absolut wichtige Aufgaben. Rhetorik ist wichtiger als Rechtschreibung. Ich sage nicht, Rechtschreibung ist unwichtig, aber sie wird zu wichtig genommen. Und das gilt für viele andere Fähigkeiten auch. Man könnte ja auch sagen, wenn ich jetzt radikal bin, müssen wir nicht angesichts der Tatsache, Google-Brille, Wissensgesellschaft, Bildung radikal privatisieren. Was ist eigentlich noch das Recht des Staates daran? Der Staat hat eine verfassungsmäßig festgeschriebene Bildungspflicht. Es gibt keine Schulpflicht in Deutschland. Darüber wird auch immer wieder gestritten. Es gibt eine Bildungspflicht des Staates. Und die erfolgt im Regelfall über Schulen. Aber es gibt eine in Europa immer stärker werdende Bewegung von Leuten, die ihre Kinder nicht mehr in die Schulen schicken wollen. Nicht nur in Deutschland. Aus sehr unterschiedlichen Motiven. Zeugen Jehovas, radikale Islamisten, Eltern von Hochbegabten oder sehr wohlhabende Leute, die sich sagen, mit meinem Geld kann ich mir die besten 10 Professoren Deutschlands zu Hause antanzen lassen, in meine Villa in Potsdam. Und wenn ich mein Kind von denen exklusiv unterrichten lasse, dann wird es ungefähr den 10-fachen Bildungsstand haben, als wenn es eine reguläre, selbst die teuerste Privatschule besucht. Diese Tendenzen gibt es und die werden stärker. Wir haben jetzt schon die Abwanderung aus dem öffentlichen System in die Privatschulen, die einiges von dem, was ich sage, beherzigen. Und im nächsten Schritt wird sozusagen die Entschulung stehen, weil man sagt, das klassische Argument für die Schule, hier kann man ein Wissen erwerben, was man nur in der Schule erwerben kann, zählt nicht mehr. Man kann es wunderbar zu Hause erwerben. Ich könnte doch hingehen und könnte sagen, so, ich habe jetzt genug verdient, ich werde jetzt meinen Sohn, der ist 10 Jahre alt, als Hauslehrer zu Hause erziehen. Ja, 1-zu-1-Situation, das ist also Unterricht und Nachhilfe in einer Person, dann durch eine Bezugsperson, die noch, Pubertät ist ja noch nicht da, hoch akzeptiert ist. Also die absolute Beziehungs- und Bindungskultur, die in unseren Schulen so oft fehlt. Und dann wird ja sowas von durch die Decke gehen. So. Ich könnte das machen, aber damit kein Missverständnis entsteht, ich bin dagegen. Ich bin dagegen, weil das natürlich am Ende zu 2 negativen Konsequenzen führt. Erstens, Schule ist, wie ich vorhin sagte, nicht primär mehr für Wissen da, sondern für das Eintrainieren der Persönlichkeit. Was wird denn aus so einer im Keller gereiften Kartoffel mit ihrem langen, dünnen, weißen Wissenstrieb im Gegensatz zu einer, die vielleicht nicht so viel weiß, aber ein bisschen mehr in die Breite gegangen ist, ein bisschen grüner geworden ist und mit dem Stürmen des täglichen Lebens zurechtkommt? Das lernen Sie in der Schule. Dafür brauchen wir Schulen. Das heißt, die Aufgabe von Schulen sind, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben mit Wissensstoff. Das Wissen kommt nicht raus aus der Schule, aber das Wissen ist nicht mehr das Ziel. Das Ziel ist der Umgang mit Wissen, also das Können. Jetzt hat sich das inzwischen natürlich auch rumgesprochen und deswegen ist in der Bildungsdiskussion heute auch nicht mehr ganz so viel von Wissen die Rede, sondern von Kompetenzen. Auf den ersten Blick klingt das gut. Wir müssen sagen, also, man muss, wenn man die Schule absolviert hat, mathematische Kompetenz besitzen, abstrakt denken können. Ne? Man muss sprachliche Kompetenz besitzen, schriftlich wie mündlich. Man muss historische Kompetenz besitzen, politische Kompetenz, geografische. Wir haben die ganzen alten Fächer, nur dass da immer Kompetenz draufsteht. Und dann denken Sie, wenn Sie ein Ensemble von Kompetenzen gezüchtet haben in einer Person, dann hätten Sie Bildung. Das haben Sie nicht. Der Witz an der Geschichte ist, Bildung ist die Kombinatorik, die Kunst, die Kompetenzen sinnvoll und originell und originär aufeinander zu beziehen. Dass das für Unterrichtsfolgen hat, kann Ihnen klar sein. Ja? Also die Parzellierung der Welt in Fächer macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und ganz kurz am Rande, lernpsychologisch. Einen Unterricht so aufzubauen, dass Sie in der ersten Stunde Mathe haben, in der zweiten Stunde Deutsch, in der dritten Erdkunde, dann 2 Stunden Sport und dann Musik. Das sollten Sie mal als Erwachsene machen.
fünf nichts miteinander zu tun habende Dinge an einem Tag erledigen müssen. Da würden Sie sich alle wehren, wenn ich Ihren Beruf so umkrempeln würde. In der Schule müssen Sie das machen, mit dem Ergebnis, dass Sie fast nichts lernen. Wenn Sie eine vierte Stunde Mathe-Test haben, gucken Sie die ersten Stunden die ganze Zeit noch heimlich auf Ihre Fuschzettel und ins Buch. Sie sind gar nicht anwesend. So, da haben Sie aber Chemie gehabt. Und dann macht der Chemielehrer am Freitag mit dem Stoff weiter, wo keiner irgendwie in diesem Stoff irgendwas mitgekriegt hat. Eine Redundanz, eine Energie. Und die Folge ist Desinteresse, gelangweilt, genervt und alles, was dazugehört. Ich meine, das hätten Sie auch in der besten Schule der Welt. Spätestens in der Pubertät haben Sie es überwiegend mit Genervten zu tun. Das wird man nicht los, das gehört auch dazu. Es gehört ja zur Pubertät dazu, genervt zu sein. Das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe. Man muss sich ja von etwas abnabeln, um in etwas anderes Neues hineinzuwachsen. Und es ist die Aufgabe der Pubertät, Autoritäten abzulehnen, um selber eine zu werden. Deswegen kann man lange darüber nachdenken, ob man pubertierende Kinder in Schulen schicken sollte. Jedenfalls unter den bisher gegebenen gegenwärtigen Umständen. Da gäbe es vielleicht auch noch einen Plan B, was man Klügeres damit machen könnte. Wie die sich lernend im Leben bewähren und bewegen lernen. Ich will da aber nicht in die Details gehen. Die Hauptgeschichte ist, also Wissen allein ist es nicht, aber es ist auch nicht damit getan, das, was ich früher Wissen genannt hätte, so in Können zu überführen, dass ich es Kompetenzen nenne. Das spielt die Rolle von PISA eine große Rolle. Das war auch nicht verkehrt. PISA war schon mal der Versuch, dahinter stand mal eine gute Idee, war mal der Versuch zu sagen, es kommt nicht darauf an, jetzt in jeder Kultur zu gucken, was jemand weiß, sondern was er in den wichtigsten Dingen, ja, wie Schreiben und Lesen und Rechnen kann. Das war auf der halbe Weg. PISA hatte grauenhafte Konsequenzen, weil es dazu geführt hat, dass im Sinne dieser Kompetenzdefinition jeder gesagt hat, jetzt müssen wir das ganz schnell, effizient und stromlinienförmig machen. Das ist aus Sicht der Wirtschaft das Wort Effizienz ein Zauberwort. Aber es ist ein gefährliches Wort. Wenn Sie eine Firma durch und durch effizient rationalisieren, töten Sie jede Kreativität. Sie müssen eine Balance finden zwischen Effizienz und Kreativität. Die großen digitalen Unternehmen des Silicon Valley sind entstanden von Leuten, die in effizienten Unternehmen wie IBM gearbeitet haben, aus der Hierarchie ausgebrochen sind und kreativ untereinander ihr eigenes Zeug gemacht haben. Und sie brauchen immer eine Mischung aus beidem, wenn sie erfolgreich sein wollen. Und das müssen sie auch bei den Schulen beherzigen. Sie können nicht alles auf die effiziente Erlernen von Kompetenzen trimmen.